Willkommen bei Arcade Paradise. Hallöchen, Puppelchen und Scherz, willkommen zurück zu einem weiteren kleinen Let's Plays. Ja. King Mesh? Ich dachte, wir machen Arcade-Service. Ja, wir haben ein neues Spielchen hier. Verwende Maus, um dich umzuschillen. Ja, okay. Sieht schon mal echt krass aus hier, ne? Verwende nun das komische Stinkefingerzeichen, um den Waschsalon zu betreten. Okay. Waschsalon? Ich dachte Arcade. Hello, Ashley. This is your father calling. Welcome at long last to the real world and real responsibility. King Laundry was among my first investments in Grindstone. Not an important one. Honestly, I'd forgotten about the dump. But with shrewd management, perhaps even an ungrateful and capricious teenager like you can make it a success. Let's go over the basics one more time. Pay attention. First, take a basket of laundry and load it into an empty machine. Sammle schmutzige Wäsche ein. Okay, schmutzige Wäsche. Ist das hier schmutzige Wäsche? Ne. Achte. Befülle die Waschmaschine. Welche Waschmaschine? Welche Waschmaschine? Hier stehen viele rum, deswegen. Ach, die Waschmaschine. Ach, ich kann egal welche Waschmaschine, kann ich auch die nehmen. Ach, ist egal welche ich nehme oder was. Okay. Remember, time stood idle is time wasted. Maintenance and cleaning are your responsibility. Any trash, pick it up and dispose of it. There's a dumpster around the side of the building. Mal kurz. Alter, im Ernst jetzt? Was ist denn das? Das ist ja cool. Steuerung. Mausempfindlichkeit. Sammle Müll ein. Ist das eine Unhöhle oder? Das ist jetzt Tutorial, ne? So, in den Müll. Beutel voll. Excellent! Oh yeah, man! Das heißt, wenn du vermögst, eine schnelle Möglichkeit, zusätzlich Geld zu verdienen und den Ruf des Unternehmens zu wahren. Sammle feuchte Kleidung ein. Das geht aber schnell. Achso, jetzt ein Trockner rein, wa? Okay. Next, maybe attend to any other small jobs. Your reputation is your livelihood. Hat was mit Spiel. Broken machines, scattered trash or blocked toilets will lose customers. No one wants to come to a faulty, smelly laundrette. Das Reparieren der defekter Automaten, das Einsammeln von Müll und das Beseitigen von Verstopfungen in der Toilette tragen dazu bei, den Ruf des Unternehmens zu wahren. Deine URL oder dein PDA macht dich manchmal auch darauf auf Aufgaben aufmerksam, die erledigt werden müssen. Reparier die Toilette. Oh Gott, ey, da bestimmt da einer voll neu geschissen. Round one! Ist ja ekelhaft, Mann. Das ist ja geil gemacht, Alter. And place them ready for the customer to collect. Sammle saubere Kleidung ein.
Yes, Wasche abgeschlossen. Yeah. Du hast den Hinterzimmerschlüssel im Kleiderraum. Look, Ashley. I know at your age, garment sanitation hardly seems glamorous, but nothing in life comes free. For once, show me you're capable and that you can be trusted. Otherwise, well, the packing plant always needs fresh meat. And fix the toilet. Was ist das denn? Okay, it crashes. Okay. Das ist eine Art Pac-Man oder was? Das ist eine Art Pac-Man. Cool. Nein! Run, bitch, run. Ist immer ein Panzer, Alter. Nein! Kommt die näher oder was? Nein! War doch gerade abgebogen, Mann. Komm schon so aus, beenden. Manchmal macht dich deine Geh in ins Büro und schalte den PC ein. So, hier. Digga, das ist ja 5,95. Hey, Simon, ja, dein erster Tag als Manager. Hat Papa schon seine Herbstseligkeiten herablassend Anspruch gehalten? Achso. Wesley, antworten. Es ist alles, würde er mich bestrafen. Ich bin 19, ich kann eine Wehrstandsbesonderung beaufsichtigen. Ich habe einen halben Abschluss in was Betriebswirtschaftslehre. Ein halber Abschluss ist kein Abschluss, seine Worte. Also denkt er jetzt, ich hätte null Ehrgeiz, aber was kann ich tun, solange ich hier festsitze? Irgendwas aufräumen, Spiele spielen, einkaufen, vielleicht sogar Geld verdienen. Hast du die Geldbehälter schon geleert? Geldbehälter, die Teile, die die Münzen auffangen, solange der Waschsalon geöffnet ist. Wirst du stetig Geld verdienen, aber du musst die Münzen aus der Waschmaschine lernen. Mach es jetzt, geh herum, sammle alle Münzen ein und gib es sie in den Safe. Sieh nach, wie viele es sind. Das ist ja Bildschirmschoner, was ein Bild ist von 98.
Trigger, Hocke, okay. Sammle das Geld aus dem Geldbehälter ein. Hab ich doch. Ist leer. Ist in einem Geldbehälter? Nö. So. Nee, das wollte ich nicht. Nice. Alter, 500. 500 Geld? Was können wir jetzt machen? Pui. Ach so, nur das Geld im Safe kann ausgegeben werden. Aha. Hello, Ashley. Let's go over the basics. Okay, oh Gott, ich habe sie gelehrt. Und Heilige Abimbaum, ich in den Spielautomaten war ein riesiger Vermögen. Ach, diese Sachen, ich habe das sie vor Jahren für Kunden gekauft, etwa abscheute die Idee. Aber ich fand, dass sie einen gewissen Reiz hatten. Nicht was, wenn ich mir gekauft hätte, neuere Spiele, bessere Automaten. Wenn die Kunden sich hier aufhalten, während ihre Kleidung geschleudert wird, würde die Spiele mehr Geld einbringen als die Wäsche. Digga, ich denke, wir sind hier, wollen hier einen Arcade-Laden aufmachen und hier so einen Haufen Scheiße quatschen. Ich habe die drei über das Internet bei Arcade Mania bestellt. Ich suche die Details für dich heraus. Wenn du Dad ein paar Zahlen vorlegen, gute Argumente hast, Zahlen vorlegst, gute Argumente hast, lässt er dich auch das vielleicht zu einer riesigen Spielhalle ausbauen. Ihm gehört immer noch das Geschäft, auch wenn du das Heft in der Hand hältst. Ja, erinnere mich nicht daran. Kauf zuerst ein paar neue Spielautomaten. Belege den verfügbaren Platz und beobachte, was sie einbringen.
Und dann denk dran, dass du Bargeld erst ausgeben kannst, wenn er von den Automaten übertragen und in dein Safe gebracht wurde. Hier ist die Website. Sehe ich jetzt Kurven? Das ganze Ding ist ein übelstes Minigame, Alter. Junge. Winner. Winner. Wenn ich hier rangehe. Okay. Das ist ja echt. Ach, ich muss das machen. Ich dachte, die machen das alleine. Wieso muss ich denn das machen? Nutze die Coins, mach das selber. Hey, egal, das ist ja Wahnsinn.
So, dann langsam mal Dings ankommen. Aha. Haben wir schon mal. Ja, wir gucken, dass hier draußen alles sauber ist. Jetzt auch noch da schon wieder einer. Winner. Das ist gleich Quatsch. Ich würde gerne neu dekorieren hier. Zwei Käse, okay. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns aber in der nächsten Folge. Danke fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal und ich sag ciao. Ich gehe jetzt hin. Waschke. Bis zum nächsten Mal. Ciao.